Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. So sicher wie heute haben Sie wahrscheinlich noch nie eine Veranstaltung erlebt. Also da kann nichts passieren, glaube ich, was heute. Mehr Polizei habe ich gar noch nie gesehen, wenn ich irgendwo war. Meine Damen und Herren, im Namen des Stifterverbandes und der Heinz-Nixdorf-Stiftung möchte ich Sie ganz herzlich zum Future Skills Tag begrüßen. Es ist heute die öffentliche Jury-Sitzung für unser Programm und heute werden die Entscheidungen fallen, wer gewonnen hat und wer vielleicht zweiter Sieger oder dritter oder vierter Sieger geworden ist. Was sind denn die Zukunftskompetenzen, die wir in Zukunft brauchen werden, in dieser neuen Welt der Digitalisierung? Future Skills werden in einer aktuellen Analyse, die der Stifterverband mit McKinsey durchgeführt hat, als Fähigkeiten definiert, die in den nächsten 5 Jahren für das Berufsleben und oder auch für die gesellschaftliche Teilhabe deutlich wichtiger werden. Und zwar über alle Branchen hinweg, über alle Industriezweige und wo immer man tätig sein wird. Data Literacy, also die Fähigkeit, Daten zu erfassen, zu analysieren, zu kuratieren und im Kontext bewusst einzusetzen und darzustellen. Das ist eine dieser neuen digitalen Schlüsselkompetenzen. Es ist zugleich die Kompetenz, die von Unternehmen derzeit am meisten gefragt sind. Auf die Vermittlung dieser Kompetenzen haben wir uns mit dem gemeinsamen Förderprogramm Data Literacy Education konzentriert. Mit dem Förderprogramm suchen wir die besten Konzepte für die Vermittlung von Datenkompetenzen für Studierende aller Fächer. Und viele von Ihnen sind dieser Aufforderung gefolgt und haben ihre Konzepte entwickelt und ins Rennen geschickt. Insgesamt hat sich aus 13 Bundesländern 26 Universitäten und Fachhochschulen, 20 Fachhochschulen und eine pädagogische Hochschule mit ihren Ideen beworben. Herzlichen Dank dafür. Es war sicherlich viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Alle anderen, eine internationale besetzte Jury hat aus diesen 47 Bewerbungen 8 Hochschulen für die finale Auswahlsitzung heute eingeladen und wir können alle gespannt sein, welche Ideen sie uns vorstellen werden. Alle anderen mögen sich heute als Verlierer fühlen, aber sie sind es nicht. Ich bin mir sicher, dass die Debatte über eine Data Literacy Concept in Ihrer Hochschule nachwirken wird. Möglicherweise dauert es etwas länger bis zur Umsetzung. Aber die Erfahrungen aus solchen Förderinitiativen zeigen, der Impuls kann Initialzündung sein, um ein Thema in den Hochschulen ins Rollen zu bringen. Wir freuen uns jedoch auf alle Fälle, dass Sie heute der Aufforderung zum Erfahrungsaustausch gefolgt sind. Diese öffentlichen Jury-Sitzungen dienen nicht nur der Transparenz. Sie sollen Hochschulen auch die Möglichkeit geben, sich von anderen Konzepten inspirieren zu lassen. Was erwartet Sie heute? Erstens eine Jury-Sitzung, bei der die 8 Finalisten präsentiert werden und ihre Konzepte vortragen werden. Zweitens eine Posterausstellung mit den Finalistenkonzepten und weiteren Ergebnissen einer Studie zur Data Literacy Education. Und drittens ein spannender Einblick in die Debatte zur Data Literacy in den USA. Professor Dr. Catherine Carson wird in ihrem Vortrag Data Science for All, über die Erfahrungen bei der Entwicklung des Data Science Education Program an der University von California in Berkeley berichten. Und viertens eine Preisverleihung, denn am Ende der Veranstaltung werden wir bekannt geben, welche 3 Hochschulen
im Programm Data Literacy Education mit jeweils 250.000 Euro gefördert werden. Wir bedanken uns bei der Jury und ihrem großen Engagement bis hierher und am heutigen Tag. Und den Hochschulen danken wir, die das Thema aufgegriffen und sich am Programm beteiligt haben. Ich wünsche Ihnen allen einen spannenden Tag und viel Erfolg den Hochschulen. Dankeschön.